nächstes Ligaspielchen an. Heute geht es gegen Darmstadt 98 und auch da kann ich wieder ein bisschen rotieren. Mach weiter so, alles gut gespielt. Weil wie gesagt, weil die Liga ist das für mich tatsächlich eher ja, irrelevant. Es sind jetzt noch 6 Spiele, wir sind Meister und weil danach das Rückspiel gegen Atleti kommt, liegt das eigentlich mehr jetzt gerade im Fokus als Darmstadt 98. Deswegen einfach mal ein bisschen durchwechseln, mal Jungs nochmal reinhauen. So, Gambula. Vorne rein. Flo Krüger. Ich brauche halt meine. Ein bisschen die Möglichkeit, mal was zu machen. So, Levent Mercan spielt halt immer als. No. Problem ist einfach, dass ich gerade keinen Innenverteidiger auf der Bank habe. So, ich guck mal gerade, ob ich mit der Jugendabteilung sogar noch einen habe. Also Rückkampf spielen so. Egal. So, na gut. Okay, egal, komm. Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn er hat sein Karriereende bekannt gegeben und darf hier auch von Anfang an ran. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Wolf Fuß. Gemeinsam mit dem Kollegen Franco Schwan darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Darmstadt 98 gegen Schalke 04. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase, da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Es gab zuletzt die ein oder andere Schlagzeile zu ihm. Denn er hört ja auf, Buschi. So schade das auch ist, er hat sich entschieden. Ja, da ist der Manager nicht zu beneiden, wenn er adäquaten Ersatz finden will. Wie soll das gehen? Den kannst du nicht ersetzen, Wolf. Ganz wichtiger Mann, nicht nur spielerisch, auch fürs Teamgefüge. Auf den konnte der Trainer immer bauen, konnte sich immer auf ihn verlassen. Der war immer da. Jetzt ist Schluss. Das ist die heutige Aufstellung, der Gastgeber in diesem Spiel. Wenn wir uns die Taktik ansehen, Buschi, dann wird das hier vermutlich eher kein Offensivfestival. Nee, das ist ja eine sehr defensive Ausrichtung. Die wollen sich da wieder hinten einigeln, das können sie gut. Aber spektakulär ist anders. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. So. Gut, dann geht's jetzt weiter mit dem Spiel. Spieltag immer 29, Darmstadt 98 ist der Gegner. Meister sind wir. Und jetzt heißt es nur vernünftig aus der Liga verabschieden mit guten Ergebnissen. Und wie gesagt, der Fokus liegt eigentlich sogar schon ein bisschen auf dem nächsten Spiel, nämlich gegen gegen Atleti. Da war ein 2-0 10 Spiel, aber ja, wir wollen, wie gesagt, natürlich auch ein vernünftiges Ergebnis rauskriegen, hier aus dem Spiel. Einfach auf gewinnen, klar, will ich jedes Spiel, aber mal gucken. Ludwig. Ja, der Ball ist durch, kein Ab.
kein. Flanke jetzt. Boah, schade. Da hat der Verteidiger auch gut, der Verteidiger sehr gut gemacht. Da hatten sie noch mal Glück. Das wissen auch die Fans. Auf Dauer geht das so nicht gut. Weiterhin unentschieden. Ja, nur, nur. Der Ball ist weg. Jetzt gibt es einen Einwurf. Robin Hack. Kobylanski. Das können wir sehen. Ja, jetzt. Nehmen wir mit. Gut weg. Kommt jetzt die Flanke rein. Er zieht ab. Oh, also, Krüger. Das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Der heute mal den rechten Mittelfeldspieler spitz. Gibt. Marco Richter, der ja, wie gesagt, das Ding Berko. Heute gegen Atletico gespielt. Ich will ihn nur grüßen als Ersatzspieler. Wie gesagt, jetzt ist es egal. Ja, hab's aber schon durch. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erst gut gemacht von Bosejour und sein Ball findet Robin Hack. Hack, kommt einer mit? Hack. Hey, erstmal den Ball. Er schießt. Drin. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Und jetzt führt man mit 1-0 durch Robin Hack, der auch hier wieder trifft. Ein wichtiges Tor. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. So. Also, erste Aufgabe, machen erstmal Schritt gemacht. Wie gesagt, bloß nicht irgendwie der Liga die Möglichkeit geben zu sagen, ja, das ist ja Wettbewerbsbetrug und alles drum und dran. Wir versuchen unsere Liga, unsere Spieler weiterhin natürlich zu gewinnen. Das ist natürlich unser Ziel, weil ich will alles gewinnen. Klar, auch hier in der Liga. Aber wie gesagt, du kannst auch mal Spielern ein bisschen Fitnesspausen geben. Weil wenn alle 3 Tage ein Spiel angeht, kann er hier ein bisschen rotieren. Pokal sind wir ja nicht mehr drin. Haben wir ja gegen Frankfurt verloren. Und dementsprechend haben wir den vollen Fokus auf die Europa League und die möchte ich, wie gesagt, gewinnen. Dass wir in der nächsten Saison als Aufsteiger dann finanzielle Möglichkeiten haben in der Champions League, weil vor allen Dingen gibt es auch mehr Kohle, wenn wir die Europa League hier gewinnen sollten. Und der Sieg gegen Atletico hat auf jeden Fall schon mal seinen Teil dazu beigetragen. Das 2-0 auswärts in Madrid kann schon mal helfen. Aber wie gesagt, gewonnen ist noch gar nichts, überstanden ist noch gar nichts. Mal gucken, wie das Rückspiel aussieht. Da ist Platz auf dem Flügel. Also, wie gesagt, egal wie es ausgeht, Atletico braucht. Ui. Ball draußen. Es gibt. Ja, war kein Foul. Ne? Schiedsrichter sagte, nö, lass laufen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Oh, der ist frei vom Tor und kriegt den Ball nicht rein. Zeller Duson. An dem die Schalke ja auch in der Realität dran sind. Das wäre auch super, wenn wir den holen würden. Aber dann hast du zumindest einen Top-Stürmer da vorne. Der war doch kein Absatz. Hat das Timing nicht ganz gestimmt. So, Kobylanski. Könnte was werden. Kein Abseits, sagt doch der Schiedsrichter so. Der Reingabe kommt an den langen Punkt. La, da kommt nicht durch. Gefährlicher aus, aber der Ball ist erst noch weg. Kempe. Berko. Guter Ball da außen. Patrick Herrmann ist übrigens nicht verwandt, verschwägert mit dem aus Mönchengladbach. Das hatte ich damals auch gedacht. Dachte mir, haben die mal damals sich den Herrmann gegagelt. Und der Ball ist weg, es gibt Ecke. Ist auch durch das Tier. So, Merger, ich hätte sich jetzt ein bisschen nach vorne. Und Sigres, der auch abgegeben werden soll, den ich ja. Oh, das war Glück, dass der nicht anders kommt. Gambula, der Ball Schöner geht durch. Schöner Ball in die Spitze. Florian Krüger. Der muss da drin sein. Und das war nicht gut gespielt. Super, der muss besser spielen. Und dann steht das hier ohne Probleme mit 2-0. Ohne Probleme mit 2-0. Der Ballverlust. Ja. Ah. Schlecht gespielt, der Ball. Ja, es ist gerade ein bisschen unkonzentriert da drin. So, Krüger. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Jetzt ist der Platz da. Jetzt schießt er. 2-0.
Das war sehr, sehr wichtig. Einfach mal jetzt gerade was anderes, nicht mal immer noch schön sicher und hast du nicht gesehen, sondern im Zweifel einfach mal draufhalten. Und dann steht das hier 2-0. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive. Ja, eigentlich war er mal Stammspieler, mittlerweile ist er nur noch Ersatz, aber er macht seine Tore und bringt seine Leistung, wenn er mal ganz dran darf. Das wird er in der Liga wahrscheinlich auch öfters mal machen. Deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. So. Ja, wie gesagt, klar, ich habe Marco Richter da vorne mit drin. Scheinbar alles im Griff. Passt. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Das war's für den ersten Durchgang. Jetzt erstmal Pause. Genau, und so ist jetzt mal Halbzeit und wir gehen gleich um die gehen direkt weiter mit der zweiten Halbzeit. Man führt mit 2-0 und macht zumindest mal seine Aufgaben, seine Hausaufgaben. Schalke liegt hier vorne, war ein guter erster Spielabschnitt der Gelsenkirchner. Kobylanski. Silver Gombola. Ja, der ja gegen Atletico auch nur draußen werden musste. Kein Abseits, sagte ich. Abseits, sagt der Schiedsrichter. Und ich hab's nicht recht, der Schiri schon. Und damit geht's weiter mit einem Freischuss Darmstadt. Schön. Ah. Naja, der Pass war nicht gut, aber der Zweikampf war toll. Schön den Ball geholt da. Seungho Paik. Paik, ja. Darmstadt versucht es jetzt. Oh, das könnte was werden. Ja, das war nicht gut. Da war der schön weit durch. Das war aber zu wenig. Das war zu schwach, den hält er. Wir gehen kurz ins Studio. Es gibt aktuelle Infos zu einem Treffer in der Benteler Arena. Oh, Paderborn. Das kriegen wir gar nicht mehr mit, weil hier der nächste Konter läuft und steht die Reino Robin ab. Rabinak mit dem 3-0. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Die Nummer 17. Robin Hack. Ganz sicher, ja. Auch dieser Ball kommt an. Da wäre Platz auf außen. Also Robin Hack war ja mit dem nächsten Tor. Der wird wahrscheinlich auch glücklich sein, dass er immer wieder spät immer wieder seine Tore, seine Möglichkeiten bekommen wird. Weil so, ich will ihn ja gerne mitnehmen in die Bundesliga. Mit Auge. Ach, das war abseits, ja. Es war okay, es war knapp, aber es war abseits. Das war gut. Dann ist das Spiel vorbei. Jo. Ja. Ich dachte, ich krieg den auch, weil ich schnell aufgestanden bin jetzt, ja. Ja, wieder so ein Ding. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Ja, jetzt ist, er bleibt sie zurück, es gibt Abseits. Abseits, okay. Bei der Koja, Mervan Mercan. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Ist hier immer noch Hack. Ah, schade. Da muss er nur mit den Schädel noch reinkriegen, der Terror, der da vorne. Und dann steht es hier 3-0. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. 69. Minute. Wir haben noch gute 20 Minuten. Weil gefühlt ist das Ding sowieso. Oh, dann. Pfostenschuss, da war glaube ich Renno noch dran. Riesenglück gerade, Gold richtig gestanden auf der Linie, verhindert das sichere Tor. Ach, das war doch nichts. So kann er da nicht hingehen, ist absolut gelbwürdig. Gelb für Lorek. Gelb gegen den FC Schalke. So viel Einsatz und damit natürlich die richtige Entscheidung. Der Ball kommt. Wechsel bei Paderborn. Ach Gott, bei Darmstadt. Höhn. Patrick Herrmann.
Er kann es machen. Das ist ein Eigentor, ja. Der war nämlich von meinem Mann abgefälscht. 1-3. Der war vom eigenen Mann abgefälscht. Die Frage, wer hat's gemacht? Hier der Schuss. Ah, ich sehe es gerade noch nicht. Doch, Mustafi. Der war nämlich da noch dran an dem Ball mit seinen Füßchen und deswegen trudelt er dann doch um in den Brein. Und man spielt nicht zu 0, ist aber auch wie gesagt irrelevant. Also, Tor Nummer 1 für Darmstadt. Nach dem 3-0 war eigentlich alles in der Tasche. Robin Haag. Jetzt hat er den Ball. Ah, gibt keine Ecke. Weil der Schiedsrichter. Ach, der Schiedsrichter, der Tor hat das Gegner natürlich ein bisschen und was. Die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Weil der Gegner was dagegen hatte. Kempe. Ja, schöner Ball. Bostorn. Vielleicht die Konterchance. Das ist natürlich ein guter Pass. Krüger. Rein ins Glück. 4-1. Das müsste die Vorlage von Bosch gewesen sein. Er hat ihn nämlich da rausgespielt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Die Nummer 14, Florian Krüger. So, dann kann ich jetzt auch kurz noch wechseln. Wenn es möglich ist, wenn er mich lässt, Schiri. Ich kann ja direkt doppelt weg. Komm, ich wechsle direkt dreifach. Und dann kann er mir. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Ja, wenn das Spiel wieder, wenn das Spiel mich den Wechsel noch ziehen lassen, ziehen will. Schuss kommt nicht durch. Guter Ball. Ach, lass die nur laufen. Weil ich gerade den Mann nach vorne reinspielen wollte. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos. Und damit natürlich überzeugt. Ja, 4-1 der Sieg am Ende in Darmstadt. Der nächste Gegner, wie gesagt, ist dann Atletico Madrid. So, Aufgabe gelöst. Eigentlich alle 5 Tore selber geschossen, aber halt nur 4-1 gewonnen. Ist am Ende dann aber relativ wurscht, wie das Ding am Ende ausgeht, wie gesagt. So, verdienter Sieg, 6 Chancen, 4 Tore, kann man so leben. So, nächstes Spiel heißt dann Atletico. Wir gehen mit einem 2-0-Vorsprung ins Rückspiel und dann war das diesmal überstehen. Sehen wir in der nächsten Folge.